Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Lektion des Kurses Lifestyle. Ja, diesmal soll es ums Gehör gehen und damit du deinen Job auch noch lange, hoffentlich eben in vielen Jahren ausüben kannst, ist es wichtig, dass du mit deinem Gehör pfleglich umgehst und hier keinen Quatsch machst. Und vor allem haben ja viele DJs das Problem, dass sie gerne mal zu laut Musik hören. Und deswegen diese Lektion, dass ihr sowas wie Tinnitus vermeiden könnt. Euer Gehör ist wirklich elementar für euch. Es ist euer Kapital. Wenn euer Gehör leidet, sei es jetzt, dass ihr einfach nicht mehr richtig hört oder im schlimmsten Fall gar nichts mehr hört, hoffe mal, dass das auf jeden Fall nie eintreten wird. Aber es gibt eben leider viele DJs, die Probleme haben, dass sie eben nicht mehr richtig hören oder Tinnitus haben. Dann hängt eure DJ-Karriere schon am seidenen Faden, denn es macht auf jeden Fall dann wenig Spaß, hier noch aufzulegen. Ihr könnt vielleicht generell auch einfach diese Tätigkeit nicht mehr anständig ausfüllen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch um euren Gehörschutz kümmert. Ihr könnt hier Ohrstöpsel verwenden, denn es ist tatsächlich so, dass es leichter ist, mit den maßgefertigten Ohrstöpseln zu arbeiten, denn diese filtern hier viele Umgebungsgeräusche raus und ihr hört dann eher nur noch das, was auf den Kopfhörern läuft oder eben vielleicht auf den nahen Monitorboxen, die zu euch stehen. Und insofern ist das auf jeden Fall ein Argument, das gerne normalerweise vorgebracht wird, aber eben nicht stimmt, dass man dann mit diesen Ohrstöpseln nicht mehr anständig auflegen könnte. Wenn ihr das Ganze nicht beachtet, dann habt ihr kurzfristig und im besten Fall nur einen Gehörsturz, also einen sogenannten Ohrinfarkt, dann hört ihr mal eine Zeit lang nicht mehr richtig und das Ganze ist auf jeden Fall natürlich trotzdem extrem unangenehm und im schlimmsten Fall kommt es eben dann noch zu einem langfristig beeinträchtigten Hörvermögen, weil bei einem Ohrinfarkt oder Gehörsturz kann sich das Ganze wieder noch regenerieren, ihr bekommt dann natürlich auch ärztliche Behandlung und so kann man das dann noch irgendwie wieder ja, gerade biegen. Aber wenn ihr eben dieses langfristig beeinträchtigte Hörvermögen habt, dann klar, werdet ihr auch im Alltag ganz normal darunter leiden. Und das ist natürlich kein Spaß. Weitere Folgen können zum Beispiel auch Tinnitus sein, also dieses ganz, ganz unangenehme hohe Piepsen im Ohr, was ihr auch nicht loswerdet. Das ist egal, ob ihr eben jetzt im Club steht oder zu Hause im Bett liegt, das habt ihr immer. Und das ist natürlich keine Freude. Ungleiches Hören ist auch was, also eben ungleiches Hören ist damit gemeint, dass ihr auf dem einen Ohr lauter hört oder auch meistens eher leiser als auf dem anderen. Und dumpfes Hören ist auch kein Spaß, keine Frage. Das hört sich dann eben so an, als wäre Watte in eurem Gehörgang und ja, das sind ja alles Dinge, wo man definitiv an Lebensqualität einbüßt und denen man definitiv aus dem Weg gehen sollte. Abhilfe schaffen maßgefertigte Ohrstöpsel. Hier wird ein Abdruck von eurem Gehörgang gemacht mit Silikon und dann wird das eben genau an euch angepasst. Ihr könnt hier entscheiden, wie viel Dezibel ihr das Ganze dann runter regeln möchtet. Das geht von 5 bis 25 in der Regel. 15 Dezibel sind für euch als DJ wahrscheinlich perfekt. Denn bei 5 habt ihr eigentlich kaum noch eine Wirkung und 25 ist dann schon zu viel, eben, dass man dann ja, nicht mehr richtig hört. Das Ganze kostet so ungefähr 200 Euro das Paar und die halten aber auch einige Jahre. Ihr könnt es sogar ja auch privat nutzen, wenn ihr warum auch immer mal in der lauten Umgebung seid und wenn es sogar nur im Flugzeug ist, das funktioniert auch wunderbar oder ihr habt zu Hause mal eine Baustelle, was es auch immer ist, also eben eine Umgebung mit großer Geräuschbelastung. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr privat mal weggeht, die Ohrstöpsel einzusetzen. Also das ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnt. Und diese 200 Euro hier für einige Jahre, die sind ihr Geld definitiv wert im Vergleich dazu, dass ihr vielleicht jahrzehntelang unter Tinnitus leidet oder eben euer Gehör generell geschädigt ist. Ja, zu empfehlen ist dann noch, dass ihr euch so ein kleines Döschen kauft. Das muss jetzt nicht aus Eisen sein, aber dann ist es natürlich stabiler. Sowas gibt es auch in Plastik. Und da könnt ihr die halt reinmachen.
ans Schlüsselbund hängen und dann habt ihr sie immer dabei. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch und kostet so gut wie nichts. Teilweise gibt es sogar Hersteller, bei denen ihr die Ohrstöpsel als In-Ear-Kopfhörer benutzen könnt. Und das ist natürlich sehr genial, wenn ihr eben Auftritte habt oder natürlich auch privat einfach Musik hören möchtet. Denn hier eben passt ja der Ohrstöpsel dann perfekt in euren Gehörgang. Das ist dann natürlich schon nochmal auch was ganz Feines. Billige Ohrstöpsel sind auf jeden Fall keine Option, denn hier geht es ja nicht darum, dass das ganze Klangbild schön gleichmäßig runtergeregelt wird, sondern diese Ohrstöpsel verstopfen einfach nur euren Gehörgang und machen dann den ganzen Hörgenuss kaputt. Das ist ja nur noch ein dumpfes Hören. Das Klangbild ist wirklich komplett verzerrt. Damit kann man wirklich nicht auflegen und deswegen auch nicht zu empfehlen. Wenn ihr eure Monitorboxen oder Kopfhörer immer zu laut habt, dann ist es meistens noch viel schlimmer, als wenn ihr die große Clubanlage oder eben eure Boxen zu Hause mal laut habt. Denn hier kommt der Sound direkt aufs Ohr im Verhältnis zu dem, wie die Lautstärke draußen ist. Kommt euch das vielleicht auch gar nicht so krass vor, aber das sind schon enorme Belastungen, die hier auf das Ohr wirken. Deswegen auch ganz, ganz, ganz wichtig, eben Monitorboxen und Kopfhörer, seid da vorsichtig. Dreht die nicht zu weit auf, da tut ihr euch keinen Gefallen. Und vor allem tut ihr nur euch keinen Gefallen, denn außer euch hört es sonst niemand. Und hier geht es ja nicht darum, dass ihr vielleicht die Clubanlage noch mehr aufdrehen wollt, damit noch die Letzten ganz hinten im Club die Musik auch bestmöglich mitbekommen, sondern das geht nur auf eure eigenen Ohren. Die Lautstärke wird auch schnell subjektiv leise, also wenn ihr mal eine Stunde oder noch länger aufgelegt habt, dann tritt eine sogenannte Ohrermüdung ein. Das ist auch gut, dass eure Sinneszellen dann sozusagen ein bisschen abschalten oder runterfahren. Sonst hättet ihr auch im normalen Alltag, wenn hier Geräusche mal länger zu hören sind, hättet ihr ja immer dauerhaft diese extrem störende Belastung. Das nennt man Adaption. Das ist ähnlich zum Beispiel wie beim Riechen, wenn man sich länger irgendwo aufhält. Dann riecht man eigentlich gar nicht mehr aktiv. Erst wenn man zum Beispiel den Raum mal wieder verlässt und wieder reinkommt, dann merkt man eigentlich, was man ja die ganze Zeit schon gerochen hat. Aber zurück zum Gehör. Eben, das ist eigentlich eine ganz gute Funktion eurer Nervenzellen. Aber eben hier müsst ihr dann vorsichtig sein, dass ihr nicht in diesen Teufelskreis reinkommt, dass ihr das Gefühl habt, ich höre jetzt nicht mehr so gut. Ihr dreht auf und dann passiert das ja wieder und wieder und wieder. Und irgendwann seid ihr unfassbar laut und tut eurem Gehör absolut nichts Gutes. Hier hilft es dann nur, dass man vielleicht mal eine Pause macht oder die Musik halt ein bisschen runterregelt, je nachdem, ob ihr eben gerade auflegt oder nicht. Wenn ihr auflegt, dann könnt ihr schlecht die Musik ausmachen, aber zu Hause geht es auf jeden Fall. Und wenn ihr auflegt, dann könnt ihr auch die Monitorboxen oder die Kopfhörer mal ganz runterdrehen. Das ist auch kein Problem, denn wie gesagt, ihr tut es ja nur für euch, die Clubanlage läuft ja weiter. Ein dB-Meter ist auch etwas, was oft in der DJ-Booth zu finden ist und das ist ein sehr nützliches Tool und wenn es da ist, dann solltet ihr das Ganze auch wahrnehmen. Das hängt ja nicht zum Spaß da und ab 90 Dezibel kann man sagen, wird es langsam kritisch, wobei man auch im Club eigentlich immer über 90 Dezibel fährt, denn sonst kommt ja auch einfach keine Stimmung auf, man braucht ja eine gewisse Lautstärke. Also so bis 100, 110 kann man auf jeden Fall auch im Club schon die Musik schon laufen lassen. Das ist gang und gäbe. Aber auf jeden Fall ab 115 bis 120 wird es dann echt gefährlich. Und das ist dann im Prinzip fast schon Körperverletzung. Da gab es auch schon juristische Probleme. Und da ist dann auch immer die Frage, wer ist schuld? Der Veranstalter, der DJ. Und wenn es scheiße läuft, könntest du hier wirklich auch Probleme bekommen. Deswegen 115, 120 Dezibel sind definitiv laut genug und das reicht dann auch. Lautstärke ersetzt keine schlechte PA. Also wenn ihr merkt, dass eben euer Ausgangsmaterial, sei es jetzt, weil eure Liedqualität schlecht ist oder eben das Equipment ist schlecht, die Anlage ist schlecht, dann bringt es nichts, wenn ihr wirklich da nur noch aufdreht und am Equalizer, am Mischpult versucht, das noch irgendwie wieder gerade zu biegen. Hauptsache es wummert irgendwie, das macht keinen Sinn, das ist wirklich Quatsch. Und hier müsst ihr vorsichtig sein, dass ihr eben wieder die Leute nicht verletzt,
Das hört sich immer so komisch an, aber es ist ja wirklich so. Und da müsst ihr dann das leider akzeptieren, dass ihr halt einfach jetzt nicht die besten Voraussetzungen habt. Aber lieber dann eben ein bisschen leiser, einen Schritt zurück und das Ganze in besserer Klangqualität, als auf Biegen und Brechen die Anlage aufzureißen. Hier müsst ihr dann eben auch in allererster Linie nicht nur an euch denken, sondern an das Publikum. Denn oftmals habt ihr dann auf den Kopfhörern die Möglichkeit, das alles schon so einzustellen, wie ihr es möchtet. Oder eben ihr dreht auch einfach mal die Monitorboxen runter, na klar. Aber bei den Gästen kommt das den ganzen Abend an. Und deswegen, das ist hier ganz, ganz wichtig, wenn die Gäste am Ende des Abends mit einem Piepsen nach Hause gehen oder ein dumpfes Gefühl im Ohr haben, dann hast du hier auf jeden Fall was falsch gemacht und kannst hoffen, dass sich dann niemand beschwert, denn das ist natürlich auch keine gute Publicity für dich. Insofern gibt es hier wirklich einige Gründe, dass du darauf verzichten solltest, die Anlage ja maßlos aufzureißen. Trotzdem solltest du natürlich auch nicht vergessen, dass es auch noch um dein Gehör geht, dass du deinen Job möglichst lange ausleben kannst und ihn auch eben voll auskosten kannst. Denn wenn du einmal diese Problematik hattest mit eben einem Gehörsturz oder eben dauerhaft Tinnitus hast, dann kann es gut sein, dass dir der Spaß am DJing ja verloren geht. Und je nachdem, wenn du hier das auch hauptberuflich ausübst, dann kann dich sowas auch schon mal ja in Bedrängnis bringen. Deswegen musst du hier eben in mehrerlei Hinsicht ganz, ganz gut aufpassen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.